Ja, ich würde sagen, wenn man es politisch betrachtet, die Gesundheitspolitik, das liegt mir schon am Herzen, aber auch Klima- und Energiepolitik, ja, wird immer dringlicher, wichtiger und das sind eigentlich so meine Steckenpferde. Privat brenne ich für, ja, meine Hobbys, die da sind, mal in die Berge gehen, die da sind, Rennrad fahren und ja, verschiedene andere Individualsportarten, das ist so meine Welt. Ja, aktuell würde ich sagen, Arzneimittelversandhandel, aus der Historie gesprochen, fast ein bisschen schwierig zu sagen, aber die Biersommeliers haben mir auch sehr gut gefallen. Die Frage kann ich gar nicht so eindeutig beantworten, aber da ich jetzt in Regensburg lebe, natürlich Regensburg.